Leute, weiter geht's bei Pokémon X. Ihr wisst, im letzten Part sind Dinge passiert, die nicht hätten passieren sollen. Und ein Fermikula. Interessant. Wollen wir das Vieh gleich besiegen? Ich denke ja. Erdbeben! Natürlich. Hab vergessen, wie schnell das Vieh sein kann, aber Erdbeben wirkt ja doch. So. Und auf einmal ist es wieder da, dieses Fermikula-Vieh. Sehr gut. So, wie gesagt, es sind Dinge passiert, die nicht hätten passieren sollen. Und wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ja, das zählt schon zur Omega-Höhle. Hier drin können wir nicht allzu viel tun. Allerdings dürfen wir uns hier drin was fangen. Okay. Eine Massenbegegnung. Die haben 6 Beine, ne? Die haben 6 Beine, aber... Oh, die sind so scheiße anfällig. Ich meine, wie gesagt, für den Counter wäre es jetzt ziemlich gut, hier 6 Beine und so, aber... Nee, ich fange mir nichts. Ich fange mir nichts. Es liegt ja in meinem Ermessen, ja. Wie gesagt, theoretisch wäre es super gewesen. Trotzdem ist mir ein bisschen zu anfällig, dieses Vieh. Mit anderen Worten, ups, ich habe aus Versehen alle besiegt. Ich kann mir keines mehr fangen. Ups. Obwohl ich nicht so arrogant spielen sollte. Denn wir sind immer noch nur zu fünft unterwegs. Oh, hallo. Was ist dir bei Bergsteigen lieber? Der Auf- oder der Abstieg? Naja, Bergsteigen jetzt so richtig mit allem drum und dran war ich jetzt noch nie. Aber ansonsten würde ich sagen, der Abstieg, ne? Flunschlick. Flunschlick. Okay. Sollten wir hinkriegen, Oink, nicht wahr? Oh, es ist auch schon Level 50. Ich sollte unbedingt ein kleines bisschen trainieren. Unbedingt. Besonders unser neuestes Mitglied. Megalodur. Mhm. Ich glaube, nach dieser Aufnahmesession sollte ich doch ein bisschen leveln. Oder, wisst ihr was? Wir versuchen das nach der, was ist jetzt? Oh, Megalodur entwickelt sich bereits, sehr gut. Wir machen das, nachdem ich den letzten Arena-Orden geholt habe. Ich hoffe, das ist ein Deal. Glückwunsch, dein Megalodur wurde zu Knaxel. Sehr gut, schon ein bisschen Stärkeschub. Hat es bekommen, finde ich gut. Okay, okay, okay. Was? Nee, kein... Nein, kein Himmelskampf, nee. Nee, danke. Aber das Item nehmen wir mit, Top-Äther. Könnte irgendwann mal noch sinnvoll sein, ja. Da würde ich überall in die Omega-Höhle kommen. Das will ich jetzt aber nicht unbedingt, denn es bringt mir nichts da drüben. Könnte ein Item sein, ist mir jetzt aber auch relativ egal. Ich muss jetzt langsam aber sicher hier ein bisschen aufpassen. Ich habe keinen Zertrümmerer, nee. Ich hoffe, ich brauche den nicht unbedingt. Oh, dich habe ich jetzt zu spät gesehen. Ja, jetzt ist alles zu spät. Nein, Zusammenschuss ist unvermeidbar. Bleib doch einfach stehen, verdammt. Was ist denn los mit dir? Sally. Ein Granbull. Okay, ein Granbull. Oink, ich denke, das solltest du hinkriegen. Was haben denn diese Viecher für Level? Achtung. Scheiß Bedroher. Ich würde sagen, beiß erstmal zu, Oink. Beiß zu! Ja, es ist nicht so der Brüller. Haha, versteht ihr? Naja. Plesio. Okay, gut, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Surfer! Setzt das Vieh jetzt immer nur Brüller ein und dann kann ich meine Pokémon hin und her wechseln und alle kriegen gute Erfahrungspunkte. Möglicherweise. Wobei, es kriegen eh alle Erfahrungspunkte dank des EP-Teilers. Und ein... Titane. Oink, du bist wieder dran. Titane. Ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Vieh halten soll. Es ist ein bisschen... Ja.
Man sieht es euch an. Das Vieh ist ultra klein, es hat keine Entwicklung und so weiter. Ja, ich weiß nicht. Hörst du wohl auf damit? Nudler, gefährliche Attacke. Und deswegen stirb! Yeah! Ja, es mag schon süß sein und so, aber mehr auch nicht. Hallo, was passiert? Wo bin ich hier überhaupt, hä? Verwehrtes Mädel? Verpiss dich. Nervst. Geh mir aus dem Weg. Okay, wer stört? Wer stört? Sandama stört. Okay. Wir verschwinden. Soll ich euch einen Trank geben? Nö. Wozu auch? Ja, nicht so viele Blumen hier. Ich möchte einfach nur durchgehen. Oh, Mosaia, bereits jetzt. Erstmal direkt zum Pokémon Center rennen. Vielleicht finden wir hier noch irgendeinen Typen, der uns interessiert. Wer bist denn du? Du hast eine coole Frisur. Sicher, eine neue Frisur zuzulegen, ist wie ein Formwechsel für uns Menschen. Ach ja. Wenn du es sagst. Da drüben steht noch ein Forscher. Wie gehen wir zu dem? Oh, ich habe nur 5 Pokémon, das ist nicht gut. Das ist halt wirklich, wirklich nicht gut. Wenn es eine Maschine gäbe, die uns in Pokémon verwandeln könnte, würde sie wohl jemand nutzen wollen, ne? Ich weiß nicht. Wenn man dann in die Welt der Pokémon gehen könnte, ja. Ich erinnere mich jetzt da zum Beispiel an Mystery Dungeon oder so. Besonders starke Attacken haben relativ wenig AP. Auch Angriffspunkte genannt. Ja, das ist mir auch bewusst, danke. Ja, so in die Welt der Pokémon und dann so Mystery Dungeon Zeugs machen, das wäre cool. Ich liebe den Fähigkeitenkrieger im Fernsehen. Ich möchte auch eine Pokémon-Fähigkeit haben. Wow, Wandlungskunst. Hab ich nicht dabei. Sagst du noch was, Junge? Ich brauche ein bisschen Zuneigung. Hat den Pokémon dabei, das Wangenrubbler beherrscht? Nein. Warum sollte ich das? Bist du mit den Fähigkeiten vertraut, die Pokémon daran hindern, aus dem Kampf zu fliehen? Das Tolle ist, dass diese Fähigkeiten keine Wirkung bei Geist-Pokémon zeigen. Danke für den Hinweis. Danke auf jeden Fall. So, gehen wir hier hoch, denn wir werden ja erwartet. Hier, die Team-Catwind ist für dich. Ich habe 2 davon. Oh, danke. Oh, danke. Der Typ ändert sich aber auch alle 5 Minuten seine Meinung. Eine Kehrtwende nach der anderen. Kehrtwende. Kann niemand lernen. Gut, dann halt nicht. Ist jetzt nicht hier nur der Professor? Nee. Sonderbonbon. Wollte sich der nicht mit uns hier treffen? Vermutlich bin ich da falsch. Was? Was? Hier ist eine Nachricht in filigranen Lettern eingraviert. Du, der du nun diese Zeilen liest, was wohl aus dir geworden ist? Bist du dem geworden, der du werden wolltest? Da stellt sich natürlich die Frage, was für ein Mensch du eigentlich werden wolltest. Es wäre wunderbar, wenn aus dir jemand geworden ist, der mit Stolz von sich sagen kann, dass er ein Leben führt, in dem er Spaß an dem hat, was er tut. An den Platan in der Zukunft. Dein früheres Ich, das davon träumt, wie seine Zukunft eines Tages wohl aussehen wird. Wo stand das auf der Bank? Tatsache. Das habe ich jetzt echt noch nie gesehen, Leute. Ganz im Ernst. Steht hier auch was? Nö, ich kann mich hinsetzen. Ja, kann es sein, dass der sagt, ich habe da etwas für dich. Und ich dachte immer, das ist bestimmt dieses Sonderbonbon hier. Aber diese Zeilen, die habe ich noch nie gesehen. Wie geil. Ich habe einfach mal A gedrückt, um eventuelle Items zu finden. Das ist ja geil. Ich mag die Geschichte von dem Carpador, dass ein Wasserfall nach oben geschwommen ist. Ja, dann erzähl sie mir. Ich kann hier nicht angeln. Toll. Im ganzen Dorf nicht? Sieht nicht so aus, nee. Hallo? Was jetzt? Ah, da kommt er. Ach so, verstehe. Ich muss mich für Flot Elis entschuldigen. Was er getan hat, ist wirklich unverzeihlich. Ich wollte dir außerdem noch von Herzen danken. Im Namen all der Pokémon und all der Menschen auf dieser Welt, deren Leben du gerettet hast. Da du Team Flair aufhalten konntest, hast du auch Flot Elis gerettet. Ich wusste, dass er davon träumte, eine Welt der Schönheit zu kreieren. Vielleicht gibt es eines Tages ja wirklich so viele Menschen und Pokémon, dass die Welt, die sie beherbergt, an ihre Grenzen stößt. Ja, das wird definitiv passieren. Wenn in einer solchen Welt auch nur ein paar ihrer Bewohner von Gier getrieben werden,
bleibt für andere wenig übrig. Dies würde irgendwann so weit führen, dass alle Rohstoffe aufgebraucht wären. Und zwar bis zu einem Punkt, an dem man nicht mal mehr etwas stehlen könnte. Ich hatte gehofft, Vladelis würde sein Ego hinten anstellen und die Welt in eine Zukunft führen, in der wir uns alle gegenseitig dazu antreiben, neue zivilisierte Höhen zu erreichen. Ich habe jedoch nie mit ihm darüber geredet, weswegen ich wohl auch zum Teil für die ganze Situation verantwortlich bin. Aber genug davon. Shawnee, ich möchte, dass du und dein Pokémon-Team jetzt mit allem, was ihr auf eurer langen Reise gelernt habt, gegen mich antretet. Oh shit. Und ja, Leute, ab hier muss ich kurz nachkommentieren, warum die Tonspur von meiner Stimme ist weg. Ich weiß nicht weshalb. Aber gut, wir kämpfen gegen Professor Platan und da war ich nicht darauf vorbereitet. Zuerst setzt er einen Mega-Bisaflor ein und ich starte mit Oink. Ich dachte mir, ja, das wird schon gut kommen. Ich meine, machen wir uns da nichts vor, so eine Eisattacke und so weiter, das sollte doch eigentlich funktionieren. Eiszahn zum Beispiel. Allerdings, Bisaflor ist schneller, greift an mit Blättertanz und etwas passiert, das ich so nicht erwartet hätte. Leute, wir haben Oink verloren und das war ziemlich, ziemlich kacke. Shit! Okay, dann musst du das irgendwie Ben einrichten. Und zu der Stelle war ich mir dann ziemlich sicher, der Professor wird noch einen Turtok und einen Glurak haben. Und was soll ich denn bitte gegen einen Glurak tun? Ich wusste es nicht, aber ich wollte jetzt hier nichts riskieren und deswegen erstmal mit Ben die Mega-Entwicklung in der Hoffnung, dass ich dann dieses Bisaflor erledigen kann und Oink rächen. Ja, das war mir sehr wichtig. Wir haben jetzt wieder nur noch 4 Pokémon im Team und das ist alles andere als gut. Nochmal der scheiß Blättertanz. Macht jetzt zum Glück nicht mehr so viel Damage und außerdem ist Bisaflor jetzt verwirrt. Und somit nicht mehr die größte Bedrohung, die da auf dem Feld steht. Nochmal Eisplitter und das war's. Bisaflor ist weg. Gott sei Dank. Bisschen Erfahrungspunkte, ja. Das Problem war jetzt natürlich, wie gesagt, ich dachte mir ein Turtok und ein Glurak. Ja, und da kommt bereits das Glurak. Was sollte ich gegen Glurak tun? Bambi vielleicht. Die Attacken sind jetzt nicht so das Wahre. Aber ich wusste es nicht. Aber am sinnvollsten ist dann doch wohl Plesior einzusetzen. Plesior, du schaffst das. Ich glaube an dich. Okay, und da ist es, das Glurak. Gut. Wir kämpfen natürlich mit dem Surfer. Glurak ist schneller und greift mit dem Funkensprung an. Ich habe jetzt damit etwas Schlimmerem gerechnet. Aber gut, somit konnte Plesior mit dem Surfer angreifen und sehr guten Damage machen. Leider reicht es nicht, auch durch die Hakelkörner nicht. Aber hey, Plesior wird diesen Kampf definitiv gewinnen. Ja, versuch mit dem Donnerblitz. Warum nicht? Plesior kriegt nochmal den Funkenflug ab, aber nicht so wild. Und mit dem Donnerblitz ist das zweite Pokémon von Platan besiegt. Und somit, wie gesagt, es war mir klar, als nächstes dürfte noch ein Turtok auf die Bildfläche kommen. Aber erstmal ein kleines bisschen Heilung für Plesior, was wichtig war. Und ja, da steht Turtok. Und ich denke, das soll Ben machen. Los, Ben! Und da ist es, das Turtok von Platan. Hätten wir auch mal haben können, aber naja. Ich würde sagen, Holzhammer, hauen wir es weg. Turtok ist schneller. Nassschweif ist nicht so stark. Und Holzhammer. Wunderbar, wunderbar. Das Problem bei Holzhammer ist natürlich, der Rückstoßschaden ist fucking gewaltig. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht und war ziemlich schockiert, als da mein Ben noch plötzlich Schaden nahm. Zum Glück hat es das überstanden, alles andere wäre scheiße gewesen. Ich kann wirklich nur staunen, wie stark du geworden bist. Man spürt, wie sehr du deine Pokémon liebst und wie viel Vertrauen du entgegenbringst. Shawnee, ich habe in dieser Stadt einen Schatz versteckt. Wenn du willst, kannst du ja danach suchen. Wie dem auch sei, ich muss dann wieder los. Ich bereite mich gerade eine Überraschung für euch vor. Immerhin habt ihr euch tapfer gegen Team Flair gestellt und ganz Carlos vor dem Untergang bewahrt. Jo, tschüss. Und ja, was hat es jetzt mit dieser Überraschung auf sich, Leute? Ich weiß es nicht. Wisst ihr das? Ja, als erstes möchte ich meine Pokémon
natürlich heilen gehen. Und Oink, gib mir bitte den Beulenhelm, ja. Es lief nicht so gut. Deswegen Oink jetzt erstmal auf die Box legen. Es wird in diesem Let's Play leider nicht mehr kämpfen. Oh, schon so viele Besiegte. Und ja, ich habe mal wieder keinen Ersatz. Wir sind jetzt zu viert unterwegs. Wie scheiße ist das denn? Ja, mit euch müssen wir jetzt wohl oder übel klarkommen. Ja, gut. Aber erstmal noch Pokémon heilen. Nicht, dass irgendwas schief geht. Aber muss man noch kurz meine TMs durchgehen. Ich meine, das kann ja nicht so angehen. Was könnten wir denn? Donnerblitz, naja, Strauchler. Ist jetzt halt nicht so die stärkste Attacke und es geht um das Gewicht des Gegners, ja. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Donnerwelle. Aeroass. Nee. Felsgrab, nee. Stärke ist auch kacke. Druckschlag, nee. Rückkehr, nee. Ich weiß es nicht. Das Problem war, ich brauchte irgendwie eine Pflanzenattacke und Strauchler ist das Einzige, was wir da hatten. Denn ich musste diesen Holzhammer loswerden. Holzhammer, der Rückstoß ist viel zu gewaltig, deswegen musste der weg. Ja, und da ich jetzt keine Alternative da habe, soll es halt der Strauchler sein. Nicht so das Wahre, aber besser als gar nichts. Gut, okay, Pokémon heilen. Aber nochmal zu dieser Überraschung vom Professor. Ist damit das Sonderbonbon gemeint, was da auf dem Bahnhof herumlag? Oder war es die Notiz, die wir da auf der Bank gefunden haben, aus seiner Vergangenheit? Oder ich weiß es echt nicht. Falls es jemand von euch weiß, bitte sagt's mir. Ja, hier war das Sonderbonbon und da war auch die Notiz. Auf jeden Fall steht der Professor nicht mehr da. Ich dachte, der wäre irgendwann noch am Bahnhof, aber ist er nicht. Aber wie auch immer. Gehen wir noch kurz hier rein. Kriege ich hier noch irgendwas geschenkt? Das wäre cool. Warst du schon mal im Kunstmuseum? Nein, war ich nicht. Will ich auch gar nicht. Welches Pokémon hast du dir zu Beginn deiner Reise ausgesucht, hä? Ah, Igamaros. Zeig mir doch mal, wie es um dein Wissen über Igamaro steht. Okay. Ist Igamaro 50 cm groß? Ich glaube, ja, ungefähr. Nicht? Leider falsch, tja. Shit, okay, gehen wir kurz nachlesen. Ich glaube, das ist ein bisschen kleiner als 50 cm, oder? Ich bin mir zwar nicht mehr ganz sicher. Wo haben wir es denn? Da. 40 cm. Ach so, naja dann. Okay, versuchen wir es nochmal. Bla bla bla, Igamaro, okay. Ist es 50 cm? Nein, es ist 40 cm groß. Richtig, und wiegt Igamaro 9,1 Kilo? Nein. Ah, wunderbar, hier, nimm das. Danke. Danke, nehme ich an. Mimikry, damit kannst du zuletzt eine Gesichtsattacke verwenden, ne? Das Gute ist dabei, man kann was lernen. Ja. Halt die Klappe, ich will jetzt nichts lernen, verdammt. Ich will mein Team wieder irgendwie auf Vordermann bringen, aber wie? Ein Fotoalbum kann Erinnerungen an eine aufregende Zeit wieder aufleben lassen. Auf ähnliche Weise hat man Frescore die Möglichkeit, die Erinnerungen der Pokémon an Attacken, die sie einst beherrscht haben, wieder aufzufrischen. Ja, haben wir auch schon gemacht. Was haben wir hier oben noch? Bla bla blups. Da haben wir ein Hotel, okay, uninteressant. Und hier unten... Oh, da kann ich noch angeln, sehr gut. Und hier oben liegt ein Item für uns. Top-Trank. Ja, okay, doch, nehme ich mit. Warum nicht? So, schön verstaut und weiter geht's. Was hast du noch zu sagen? Ja, das Tafelwasser, Spezialität aus Musaya. 300 Poké-Dollar, ne? Interessiert? Ja, gib her. Tafelwasser, cool. Hier, das gibt's doch oben drauf. Eine Siedelbeere. Ja, okay, cool. Okay, dann werde ich hier noch mein Angelglück versuchen. Ich meine, hier darf ich mir noch was angeln. Drück mir die Daumen. Nix. Nochmal versuchen. Rein damit. Naja, ich denke, ich werde das beim nächsten Mal versuchen. Denn Leute, genug Zeit ist vergangen. Das war's für heute mit Pokémon X. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!